Willkommen zurück zum Roleplay von Farmers hier auf The Valley, The Old Farm. Mit dabei natürlich der Pommes, der Louis und der Harry. Moin moin. Moch moin. Ja gut, der schweigende Pommes ist wieder da. Er ist auf jeden Fall da, Leute. Und ich bin jetzt auf dem Weg mal zum Landhändler, weil der sollte was für mich organisieren. Und ich hoffe, er hat es organisiert bekommen. Denn wir müssen, oder wir haben ja noch was vor. Wir haben ja noch was vor. Ne? Wer die letzten Folgen aufgepasst hat, der weiß, was wir jetzt vorhaben. Und wer die letzten Folgen nicht aufgepasst hat, für den habe ich jetzt eine ganz wichtige Information. Und zwar heute, Samstag. Heute Abend, Samstag, 19 Uhr. Live auf Twitch, letzte Mal. Livestream, Roleplay for Nile Farmers. Schaut gerne rein, wenn ihr nochmal live dabei sein wollt. Wir werden natürlich auch, ja, mal gucken. Ich muss mir überlegen, ob wir da nochmal Folgen aufnehmen oder ob ich den ganzen Stream dann einfach auf YouTube euch reinknalle. Muss ich einfach mal sehen, werde ich mir nochmal Gedanken zu machen. Auf jeden Fall ist es das letzte Mal, dass wir live streamen werden zum Roleplay for Nile Farmers in der Ära LS19. Und dann werden wir gucken, wie es weitergeht mit dem LS22. Ja, so viel erstmal vorab Informationen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, ist ja wohl logisch. Und schauen wir mal, was so passiert. Ich hoffe, das hat geklappt. Mit die Bestellung. So, das ist mir jetzt echt zu blöd, hier den ganzen Zeit hinterher zu kriechen. Ich hab Zeitdruck, Junge! Sonntagsfahrer brauchen wir nicht. Tschüss! Dieser Moment, wenn man im Fan sitzt und denkt, man fährt einen Ferrari im Gegensatz zu den anderen Autofahrern hier auf der Map. Der Landhändler ist nämlich leider gar nicht da. Und zwar schon die ganze Zeit nicht. Ich hoffe aber, er hat mir trotzdem was hingestellt. Und einen Schlüssel stecken lassen oder so. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann parken wir doch einfach mal hier auf unserem VIP-Parkplatz. Das sieht gut aus. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Das sieht gut aus. So, Schlüssel. Abgeschlossen. Wart da den Schlüssel. Ach da. Oh. Schönes Ding. Oh ja. Schönes Ding. Abfahrt. Kastortransport. Nee. So jetzt nicht unbedingt. Aber wer aufgepasst hat, weiß, dass ich jetzt meine Kälber aus dem Stall holen will. Und die einfach mal unten auf die Weide schicke. Digga, diese Bordsteine haben hier eine Kollision, das ist Wahnsinn. Schöne alte Tatra. So. Da schauen wir nämlich mal, wie viel Kälber wir jetzt nämlich schon im Stall haben, weil der ist schon wieder echt am Boomen. Meine Milchviecher haben richtig Bock zu kalben.
Alright, alles klar. Alles klar. Also, wie ist Happy Made? Jo. Oh, sieht das richtig super aus. Wenn du willst, kannst du schwadern. Ja, kann ich machen. PGA habe ich gerade voll gemacht. Jo, dann. Kaffee habe ich auch weg. Kann mal zusammen das Zeug. Alles klar, mach ich mich los. Wunderbar. Rein und da drüben wieder raus und dann ist alles gut. Das ist aber auch ein Geschoss, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere da gleich reinpassen. Müssen wir gleich mal gucken. So. Einmal Tor auf, einmal Tür auf. Und geil dann los hier. So. Kicken wir mal. Kälberchen. 0,1 ja, oder? Haben wir noch welche, die jünger sind? Nee. Müssen wir jetzt mal kurz gucken. 4,2 Jahre, da sind sie, die alten Hauding. Da sind sie, die alten Mutterschiffe. Okay. 1,0, 0,9. Hier werden sie wieder jünger, das ist ja auch wild. So, was hatten wir jetzt noch? Bisschen abfuckt, dass das hier nicht sortiert ist. Du hast ganz oben welche, die sind 0,1. Du hast ganz unten welche, die sind 0,1. Zwischendrin ist irgendwo mal eins, was 0,1 ist. Also bei 1,2, jetzt sinken wir wieder mit der Zahl. Uah. Oh, voll. Okay, ja, dann machen wir hier einfach mal kurz zu. Moment, one second please. Den noch mal hier vorne hin, weil sonst vergesse ich die Ballen, dass die hier hinten stehen. Das wäre ganz doof. So, machen wir das so. Sonst vergesse ich die Ballen hier hinten, weil ich sehe den Traktor da, ich kenne mich, ich sehe den Traktor hier zwischen die Gewächshäuser stehen und denke mir so, okay, mit dem kann ich jetzt weg. So viel Wiener Schnitz hier. Ich habe jetzt aber nicht mitgezählt. Hat irgendwer mitgezählt, wie viel wir hier reingeparkt haben? Das waren 16 Stück oder so, ne? Kann man das sehen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? 16. Also ich zähle, glaube ich, 16. Wie ist der Preis für die Viecher im Sommer? Für Milch oder für Mast? Wir wollten Mast eigentlich gucken, ne? Limousin. Milchviecher würden im Winter halt wieder ganz gut Geld bringen, aber das passt bei denen diesmal.
So, deswegen stellen wir die nämlich erstmal auf die Weide. Dann können wir sie nämlich zum Winter, holen wir sie gar nicht erst in den Stall, sondern von der Weide direkt rüber zum Viehhändler. Auch eine geile. Ich sehe da nichts. Das ist aber auch ein Geschoss, ey, meine Herren. Das ist schon der Luxusschlitten unter den Tiertransportanhängern, oder? Ja, irgendwas um die 5000 müssten sie bringen, wenn ich das gerade richtig eingeschätzt habe vom Preis. Können gleich nochmal gucken. Also die Mastrinder müssten irgendwas zum Sommer in so roundabout 5000 bringen. Also eigentlich denselben Preis, wie es das letzte Mal war, als wir sie verkauft haben. Bist du was Großes nicht gewöhnt? Nee, also ich bin ja nicht so der XXL-Farmer mit so einem XXL-Anhängern und so, das stimmt. So, ab auf die Weide. Mit euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay, ich habe mich verzählt. Das sind 14. Aber immer mehr als 6, ne? Mit dem kleinen Anhänger. Nö, nö, einfach nur nö. Tschüss. Aber sowas braucht man, finde ich auch. Also wenn du so viel Mast- und Milchviecher hast, die du auch auf der Weide irgendwo stellen willst, bin ich echt ein Freund von was Größerem, anstatt von so einem kleinen Anhängern, wo nur 6 Stück reingehen. Weil da fährst du ja stundenlang. Wenn ihr überlegt, wie lange wir gebraucht haben, nur die Mastrinder zu verkaufen, ich glaube die 110 waren es, da sind wir ja über eine Stunde hin und her gedingelt, ne? Oh, er ist schon schick. Er ist schon schick. Passend auch schön in Rot hier den Zugmaschine vorne dran. So, Tor auf. Und raus, meine Lieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mehr geht nicht. Und dann haben wir da nochmal. Ja, müssen wir noch eine Tour fahren. Alle mal anschneiden bitte. Abfahrt. Und wie ihr kotzt mir da hinten, du. Muss ich wieder alles sauber machen? Oder ich stelle ihn einfach so wieder hin. Kann er selber sauber machen. Heule für den Louis.
Ja, bitte. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und bei dem Feld oben bei der BGA, das Feld 4, kannst du da mal gucken, ob wir das nochmal düngen müssen? Ja, kann ich machen. Und falls das sein sollte, eventuell das auch vornehmen, weil das ist ja schon im Wachstum, da braucht man ja dann eh Pflegebereifung. Ja, müssen wir dann aber mit Mineral düngen, ne? Ja, das wäre ja dann nicht schlimm. Das können wir ja dann gerne machen. Das Problem ist halt, dass es ja sowieso schon die ganze Zeit im Wachstum war. Ich meine, wir haben jetzt schon einmal drüber gedüngt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon gelangt hat. Ja, ich gucke nach. Okay, ich danke dir. Oh ja. Reinigung ist im Preis inklusive. Im Mietpreis ist das auf jeden Fall inklusive, hoffe ich, ne? Die Reinigung. Dann brauche ich mich nicht drum kümmern. So, Mädels, ihr kriegt noch ein bisschen Besuch. Macht mal Platz. Weil die geben ja eh keine Milch oder sonst was. Da können sie auch einfach hier unten auf der Weide rumgammeln. So, wie sieht das jetzt hier aus? Wasser, Gras, jo. Alles im grünen Bereich. Das Schöne ist ja, auf so einer Weide, da brauchst du ja noch nicht mal irgendwie Silage oder so reinfüttern, weil die haben ja eh ihr Gras, was sie fressen können. Das ist ja das Schöne an so einer Weide. Braucht man sich nicht drum kümmern. Das Einzige, was du da machen musst, ist ein bisschen Wasser nachschenken. Und selbst das im Season mit der Pumpe, einfaches Ding. So. Haben wir die letzten Mädels aus dem Stall? Ich hoffe, das langt. Mit nur noch einer Tour. Ansonsten, ja, fahren wir halt nochmal, ne? Geht aber viel, viel schneller mit diesem Auflieger. Das ist so Bombe. Warum steht hier eigentlich diese Birke immer noch im Weg? Weiß das nicht. Ich glaube, die mache ich auch nochmal einen Kopf kürzer. Bisher hat sie mich nie gestört, aber wenn ich mit so einem LKW da kaum vorbeikomme, dann nervt sie mich doch schon ein bisschen, ne? Aber nur so ein kleines bisschen. So. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sind zwar immer noch welche drin, können wir aber dann das nächste Mal mitholen, wenn wieder gekalbt wird. Weil wenn mich nicht alles täuscht, wir hier mal durchgehen. Nee, das ist falsch, das ist richtig. 1,2 Jahre, 1,3 Jahre. Ach nee, da steht's ja. Nicht fruchtbar, nicht fruchtbar, nicht fruchtbar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und ich habe noch nicht mal die Hälfte und es sind jetzt schon 21 Kühe, die jetzt in nächster Zeit wieder kalben, also
Mashallah, würde ich sagen. Also, welcher Doktor auch immer da vorbeikommt und die immer besamt, der macht echt gute Arbeit, muss ich sagen. Der hat gute Samen. Nee, der Mist wird ja jetzt reduziert produziert, weil jetzt hole ich ja wieder welche raus. Das ist ja das Gute. Das ist ja das Jude. Dr. Lampe. Ja, meinst du, den soll ich mal fragen, ob er hier ab und zu meine Kühe besamt? Heimlicherweise? Ja, wenn die keimen, hole ich sie sofort raus. Also, das machen wir jetzt definitiv safe. Regelmäßig. Ja, was heißt, also, ne, für die restliche Zeit. Regelmäßig halt. Das eine stand ja eben sogar, wenn ich richtig gesehen habe, 0,0 Jahre. Das heißt also, heute, morgen, übermorgen, irgendwann kriegt das schon ihr Kalb wieder. So, packen wir die da auch noch hin. Zack, hervorragend. Und Gadazu. Ladies, lasst es euch gut gehen. Ja, meine lieben Freunde, das war es dann auch mit der Folge von Farmers Roleplay. Wir haben unsere Kühe aus dem Stall geholt. Wir haben einen extravaganten LKW dazu gehabt. Ich hoffe, wir können ihn noch ein bisschen länger behalten. Da müssen wir mal mit dem Landhändler das nächste Mal sprechen, wenn er dabei ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, Leute, ne? Nächstes Mal sind wir das letzte Mal im Roleplay unterwegs. Kommt vorbei, habt ein bisschen Spaß mit uns. Kuss, Kuss, Kuss. Tschö. Tschö. Tschö.